Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und dem ersten Vlog hier, abgesehen von der kleinen Rundtour, Rundgang übers Festivalgelände aus dem schönen Winterberg beim Dirtmasters Festival 2024. Wir sind mittlerweile vollzählig in unserem Team, müssen erst den Berg hochlaufen. Der Tom von Bike and Rides mit dabei. Guten Tag. Die Pop-Legende ist mit dabei. Der Marc, Junge, der hat so einen, der hat so einen krassen Nacken, Leute. Eben als er reingekommen ist. So, wenn ihr den seht um Festival, müsst ihr auf jeden Fall mal fragen, ob ihr mal fühlen dürft. Hier ist auf jeden Fall schon noch Action, aber noch nicht alle von uns haben jetzt einen Zugang zur Slopestyle Area. Aber wir wollten trotzdem mal eine gemütliche Runde laufen. Und in diesen kleinen Vlogs nehme ich euch einfach so ein bisschen mit. Der Tom macht das übrigens auf seinem Kanal auch. Der fährt ja auch noch ein Rennen mit. Ja, da sind schon die ersten mit auf dem Video. Hier ist auf jeden Fall gute Stimmung überall. Der Tom fährt auch ein Rennen mit. Vielleicht ist das da auch da spannend auf dem Kanal. Mal vorbeischauen. Marc, was machst du eigentlich? Filmst du auch irgendwas? Nee, bis jetzt noch nicht. Erstmal gucke ich euch zu. Egal, wie auch immer, schaut auf jeden Fall auch bei Marc mal vorbei. Wir laufen jetzt mal hier hoch und gucken mal, dass irgendwie was Lustiges passiert noch. Ich würde auch mal gerne wissen, wo ich bei so einem Rookies Cup mitfahren würde, wie ich da so abschneiden würde. Ob ich da ein Letzter wäre? Die Michi würde gerne wissen, wie gut sie bei einem Rookies Cup abschneiden würde. Ich würde sagen, dann muss sie nächstes Jahr mal ran, ne? Oder nächste Woche in Willingen, oder ist das übernächste? Weiß ich nicht, wann der Rookies Cup das nächste Mal ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall witzig gerade. Wir wollten uns die Akkreditierung für den Tom holen. Und irgendjemand anders hat sich als Tom Bauer aufgegeben. Also wenn jemand auf dem Festival eine blaue Weste mit der Nummer 10 auf der Brust sieht, das ist nicht der Tom. Und der hat sich die Weste irgendwie erschlichen. Oder es war ein Missverständnis, man weiß es nicht. Aber die Handynummer, die angegeben wurde, ist sogar auch verkehrt. Also auf jeden Fall schon Action am ersten Tag. Die Frau da am Schalter war richtig lustig. Die hat ihm ordentlich Gewalt angedroht, wenn es auffliegt. Aber ja, wir laufen jetzt mal hier durch die Expo nochmal hoch. Es ist eigentlich schon alles zu. Viele Stände feiern noch so ein bisschen ab. Und wir gucken mal, was der Abend bringt. Was machen wir denn? Du kannst gerne was erzählen. Was machst du denn hier? Also wir sind hier gerade auf Dirtmasters in Winterberg. Und wir hoffen, das wird ein wunderschönes Wochenende. Ja, das hoffe ich auch. Fährst du irgendwelche Cups mit oder bist du nur zum Spaß? Nee, ich bin nur zum Spaß. Ich fahre nur hobbymäßig Fahrrad. Ja, cool. Ja gut, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön, euch auch. Hau rein. Leute, wir stehen gerade hier an dem, wie nennt man das hier, Learn to Ride Park? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie sowas einfach zu Hause zu haben oder in der Nähe, das wäre schon mega. Außerdem, seitdem die Drop-Batterie jetzt so anzufahren ist, finde ich das viel, 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 viel schöner. Und jetzt kommt die Sonne raus. Boah, ich hoffe, dass das Wetter die Woche, das Wochenende so ähnlich wie jetzt ist. Guck mal, Leute. Der Marc schon wieder am Snacken hier. Das ist ein Geheimnis. Alle 10 Minuten eine Brezel essen und dann kriegst du Muskeln. So, wir sind einmal bis ganz oben jetzt gerade gelaufen. Wir werden jetzt gleich mal kurz abchecken, was unten beim Slopestyle gerade abgeht, weil da ist irgendwie Rip the Hip oder so und da will ich auf jeden Fall mal schauen, was da so geht. Ein bayerischer Brezel. Die Strecke
hier abgelaufen. Das ist so krass groß alles. Wenn man daneben steht, ist das noch viel größer. Das Rip the Hip Ding läuft noch, aber wir brechen jetzt auf Richtung nach Hause. Da ist echt ein bisschen platt, müssen wir noch Essen bestellen und so. Gehen jetzt auf jeden Fall zurück. So, liebe Leute, wir beenden den heutigen Vlog. Wir sind schon fleißig am Arbeiten, Tom und ich hier. Aber der Tom, der ist hochkonzentriert, dürfen wir gerade nicht ablenken. Marc und Mandy und Michi sind da am Chillen, deswegen gehe ich jetzt raus, damit ich hier niemanden störe. Nee, Quatsch. Ja, wir haben ganz entspannt den Abend noch ausklingen lassen, haben uns das Ganze ein bisschen angeschaut. Und ich dachte mir so, ey, komm, wir nehmen euch einfach mit an jedem Tag so ein bisschen durch den Tag. Weil vielleicht ist nicht jeder hier dieses Jahr am Start. Ich habe ja so eine Umfrage auf Instagram gemacht. Und da waren tatsächlich viele, die geklickt haben, leider bin ich nicht hier. Und so kannst du sozusagen fast live mit dabei sein. Ich muss ehrlich sagen, das Festival als solches gefällt mir dieses Jahr wirklich, wirklich gut. Ich finde allerdings weiß ich nicht, ob ich mittlerweile zu alt dafür bin oder so, aber das war mir schon recht laut hinten an der Slopestyle Area. Da muss ich schon sagen, ein bisschen kam da die Rentner-Vibes auf, dass ich mich dafür ein bisschen zu alt gefühlt habe. Aber egal. Wir sehen uns morgen wieder und wir hasseln jetzt hier noch ein bisschen die Videos durch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.